Ihr wollt wissen, warum ich mir den Mond angucke? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Käffchen. So. Wir müssen ein paar Sachen anschließen. Ich habe hier schon mal Stahl herstellen lassen. Den brauchen wir, um uns daraus Pipes zu machen. Und Steel Rods, genau. Quatsch, da wollten wir nicht hin. So, aber ich wollte auch nochmal eben hier gucken. Eigentlich, da sind wir voll. Das heißt, wir brauchen den Spaß hier nicht mehr. Der Kollege ist voll, den lassen wir auch erstmal voll, so, wie er ist. Aber wir können das hier wegreißen. So. Weil, dann kommen wir da dran. Das ist schon mal ganz gut. Das brauchen wir nachher auch noch irgendwann. Wir haben 39 von den Dingern. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird aus 4 Teilen werden 3 Teile. Wo sind meine Eisenbarren? Da oben, die wollen wir nicht. Oh, ich sehe gerade, wir müssen wahrscheinlich nachher Aluminiumplatten holen. Ne? Gucken wir gleich mal unten. Genau. Wie viel haben wir denn? Wir machen 60 pro Minute. Das heißt, 39 mal 60. Mit der richtigen Taste ist das mal 60. Das sind 2340. Und das Ding hätten wir gerne durch 780. Das sind genau 3 Bänder. Das würde. Warte mal, bedeutet das? Mal 60 sind 780. Das heißt, ich kann die alle drei schön hier runterleiten. Hier hin kriege ich hier 2 Bäume jetzt nebeneinander. Das wäre natürlich richtig mega. Das wäre dann zwar Zufall, aber wenn ich den Eumel da hinsetze und den Eumel da hinsetze, dann kann ich noch den Eumel hier hinsetzen. Ey, Bombe. So kriege ich das nämlich alles schön. Oh, schön drei, die 3 Bänder. Jetzt gucken wir aber erstmal eben, ob ich. Nein. Okay. Da hat es dummerweise geruckelt. Okay, ich habe wenigstens noch ein bisschen was. Damit kommen wir doch erstmal ein ganzes Stückchen. Das war es aber auch. Das heißt, ich muss nachher definitiv weitergehen. Ach ja, ich habe Treppenhaus soweit fertig gemacht. Ich habe die Fassade fertig gemacht. So ein bisschen störend ist es immer hier, dieser. Ja, dass wir keine Türen in Glas haben. Aber egal. So, wir wollen hier wieder rein. Wenn wir. Genau. So. Das heißt, hier können wir uns die Dinger überall so hinsetzen. Dann machen wir doch jetzt ganz einfach diese Reihe hier fertig. Auf dem Rückweg machen wir die andere Reihe. Mit den Eumels hier. Und vielleicht ein bisschen runter, dann hängen wir nicht immer in dem Kabel drin. Es geht schon wieder los. So, dann machen wir es halt so. Mit Steuerung, Taste. Und lieber einmal mehr gucken, als einmal weniger. Nur wir haben gleich trotzdem noch welche falsch gesetzt. So, und da. Das ist richtig. Der ist daneben. Der ist richtig.
doch sagen, du, dich hätten wir gerne genau dahin. Ja, sind diese Striche, die nochmal so extra von irgendwo anders kommen, ein bisschen verwirrend. Aber auch nur ein bisschen. So, und dann sind wir auch hier schon durch. Ups, jetzt einmal hier drüben hin. So, müssen wir gucken. Ich brauche für die Steel Pipes brauche ich 1780. Das wird nochmal interessant, das unten irgendwie zusammenzubasteln. Praktische ist, zwei Bänder sind schon mal 1560. Das heißt, es fehlen dann noch irgendwie 220. Wenn ich das jetzt so grob überschlagen habe. Jetzt sollten wir ja irgendwie hinkriegen. 270er Leitung. Dafür müssten wir nochmal 30 abzwacken, damit das passt. Aber das, auch das kriegen wir hin. Das machen wir irgendwie ein bisschen Overflow oder so. So. Die 60, die da rauskommen. Lass ich die 60 einfach mit einem 60er Band laufen. Moment, ist ja vollkommen egal. Der Abtransport geschieht dann über einen 780er. Wird ja jetzt auch nicht hingehen, die einzelnen Bandgeschwindigkeiten zwischendrin berücksichtigen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Nein. Und direkt hier wieder los, alles arbeitet. Das ist doch schön. So, dich wollen wir. Ich habe nämlich in den anderen Etagen das schon mal so weit gebracht, dass quasi die Vorprodukte für die Motoren, also sprich Rotor und Stator, schon mal produziert werden können. Und damit dann auch direkt reingeleitet werden und die Motoren quasi sofort schon mal fertig sind. Also sobald wir das Zeug hier dann an die richtige Stelle gebracht haben, sprich Schrauben, Draht, das sind also die Vorprodukte, die ich dann wiederum erstellen muss und eben hier die Stangen und die Rohre, sobald das soweit ist, können wir den Spaß direkt reinleiten und fertig ist. Weil dann wird sofort werden Motoren produziert und das ist auch oben so weit schon verwurstet, dass die auch abtransportiert werden können und auch direkt hinten in unser Lager gehen bzw. in die anderen Produktionen rein. Das kann ich euch ja gleich mal eben zeigen, wenn wir hier den Stahl wenigstens so weit gebracht haben, dass er dann hier benutzt wird. Was ist eigentlich mit den Pipes? Von den Pipes brauche ich 480. Das muss ich mir dann auch nochmal zusammenbasteln. Okay. So, hier haben wir den Spaß schon mal fertig. Das ist gut. Darüber. Da vorne gleich wieder die Lifte hin. Wie mache ich das denn am besten? Der Kollege
Ich setze die alle auf die gleiche Höhe. Und dann fehlt da noch dieses Stückchen. Fertig. So, dann müssen wir mal gucken, was haben wir hier? Hier werden Stangen hergestellt. Aus Stahlbahn. Davon brauchen wir 1440 insgesamt. Oder? Nee. 1800. Hier müssen, 500, also hier müssen die 560 rein. Und die 47. Ich glaube, das war hier und sogar hier drüber noch, ne? Wo habe ich denn? Ah, da habe ich die Stahlrohre. Da habe ich die Stangen. Ja, okay, dann müssen wir mal gucken. Das sind, glaube ich, hier 10 Stück, die ich hier hatte und der Rest war oben drüber. Das wird nochmal interessant. Okay. Also das haben wir auf jeden Fall schon mal soweit hier. Ich gehe jetzt einmal mit euch nach oben. Muss ich kurz überlegen. Diese Etage war es nicht. Diese war es dementsprechend auch nicht. Hier haben wir es. Genau. Hier kommen unsere... was kommt hier eigentlich an? Da kommen Rotoren an. Die kommen aber auch nochmal von oben. Deswegen wird es da ein bisschen wild. Also hier kommen dann dementsprechend die Statoren an. Da kommen die. Hier sind zwei und die paar für die Motoren. Das ist auch schon alles, wofür wir den ganzen Spaß hier eigentlich gemacht haben. Und das Wilde ist halt, das, was von da hinten kommt, macht hier so einen kleinen Knick und geht da unten auf dieses Band, um das hier zu verteilen. Wie gesagt, wild. Aber das wird hoffentlich funktionieren. So, damit hätten wir das. Dann schauen wir mal. Wir brauchen jetzt diesen Stahl. Der kommt hier vorne runter. Das ist jetzt nicht mein fucking Ernst, oder? Also so gut treffen, ne? Muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, macht nichts. So wollen wir es haben. Damit wäre es da schon mal alles. Wir brauchen jetzt aber... wie mache ich das am besten? Ich glaube, mit diesem Band hier versorge ich schon mal die ganzen Stangen. Genau. Weil dann bleibt da am Ende noch ein bisschen was über. Das heißt, wir suchen jetzt alles raus, was Stangen sind. Eingang dürfte hier sein, Ausgang dürfte da sein, genau. Stangen, wie viele hatten wir denn da? Ach ja, das waren die 47. Das habe ich schon mal gesagt. Sehr doof. Planänderung. Wir machen erst die Pipes. Ja, erst die Pipes. Das war, glaube ich, ab hier, ne? Ja. So nah dran geht. Pipes waren 60 Stück. Das wird nochmal interessant, bis wir das hier... Das habe ich echt unterschätzt. Wie viel Arbeit der Kram hier ist. Weil holy crap. Das ist ja eine ganze Menge. So, da ist nämlich auch. Guck mal eben die Stelle, wo es wieder zu Stangen wird. Müsste relativ weit vorne sein. Ab da. Was ist das? Eins. Ja. Okay.
Hier, eigentlich wieder ein bisschen. Egal, machen wir so. Und dementsprechend. So. Da. Wahrscheinlich ist das jetzt richtig dumm, weil ich das so nah dran packe und dann gleich nicht reinkriege, ne? Ja, das wird schon gehen. So. 60 Stück habe ich gesagt. Das wären da 34. Wenn ich die fertig habe. Plus hier. Sind 58, ne? Einmal durchziehen. Frage, habe ich die Stahlbarren als erstes hier auf dieser Seite? Nein, das sind Schrauben. Also die ganzen Bänder ziehen wir, glaube ich, nochmal wild. Da sind noch Stahlbarren, genau. Da sind Schrauben, perfekt. Dann habe ich das genau richtig im Kopf gehabt. Okay, bis dahin. Ich brauche nachher für die Schrauben 1000. Okay, die kriege ich nicht von da. Passt schon. Hatte ich drauf gehofft, klappt aber nicht. Da wäre jetzt noch die Frage, ob ich eventuell so ein Türmchen, da, wie es da ist, dann nochmal hier an den Seiten baue, um Sachen nach oben, unten, links herum zu bringen. Wir fangen aber jetzt an mit den Kollegen. Klappt. Es macht Klick, also klappt das. Macht das sogar blau. Halt das andere grün. Oh Gott. So, damit hätten wir dann schon mal Stahl. Ich kann trotzdem die anderen nehmen. Ist das vielleicht gar nicht so doof? Lass uns mal kurz überlegen. Wenn ich... Okay. Gut. Manchmal bringt mein Überlegen auch gar nichts. Ups. Wenn ich da hingehe... zieht er sich, er zieht ja nicht das, was er braucht, sondern zieht ja nur einen Teil davon. Das wird, glaube ich, noch komplizierter, wenn ich hingehe und erstmal so den Spaß mache. Nee, nee, das lassen wir. Wir machen das anders. Also, wir packen uns gleich die optimale Menge Stahl da weg. Um das da hochzukriegen. So. Dann haben wir genau, das wäre da, richtig. Also wenn wir die, uns die Menge wegpacken, die wir brauchen. Für die 10. Einem der Bänder. Wo wir sowieso kommen. Jetzt noch eben sonst. Ich kenne mich ja. Die Menge für die 10. Also ich gucke mal, was wir brauchen. Kein Problem. Und den Rest führen wir nach
oben, aber auch nicht den, nee, nicht den kompletten Rest. Ich will schon, also, na, müssen wir dann ziemlich genau ausrechnen, weil ich will jetzt nicht, rein da. Ich will dann nicht irgendwie ein Teil hoch und dann wieder runter, damit es dann doch irgendwo hier reinkommt, weil das soll hier optimal sein. Ihr braucht, wie viel braucht ihr? 30 pro Minute. Aber ich müsste auch ein, ja, muss ich nicht unbedingt, oder? Ah, doch, muss ich. Einer davon muss auf 33% stehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Ich habe alle Rezepte schon drin. Das ist, das war ein bisschen, wow, verrückt, sagen wir so. So, jetzt gucken wir einmal hier. Du brauchst 12 pro Minute. Das heißt, wir brauchen hier, oh, das ist praktisch, wir brauchen hier 120. Das heißt, wir können uns einfach ein 120er Band da unten wegknapsen. Sehr schön. Wir gehen hier runter. Also. Nehme ich das 120er von da. Eieieiei, ja nicht so leicht. Wie machen wir das? Setze ich jetzt erstmal hier die Dinger in die Mitte. Ja, wir machen erstmal. Wie sieht das eigentlich aus? Kriege ich die? Wenn ich die also da auf den Boden setze. Genau auf die Mitte. Ja. Und dann auch noch wichtig. Den kriege ich doch hier relativ schön zusammen, oder? Guck mal, es geht da dran. Das geht da dran. Das funktioniert da auch noch mal, aber das war's dann. Also für hier ist das toll. Für hier nicht so. Anderes. Oh. Doch. Doch, doch, doch. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das vernünftig mache. So, dann gehen wir mal hier durch. Das ist jetzt immer schön auf die Mitte setzen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch schön. Da doch das 780er Band reinziehe, dann gehen da automatisch 120 ab. Ja, da, wir können damit arbeiten. Ich glaube, ich finde da eine schöne Lösung. Da fehlen noch 100. 100 werden schwierig. So, okay. So. Dich machen wir nochmal ab. Du kommst jetzt bitte bis unten. Wir machen nicht trotzdem. Wir legen dich hier hinten hin. Dafür haben wir hier den Platz. So. Jetzt wollen wir. Moment, das wäre die Mitte. Zwei darüber. Zack, zack. Da, da. So. Dann wollen wir hier hin. Können den ersten nämlich schon mal anfangen, währenddessen mache ich einmal. Nein! Oh. Ja, das kotzt mich auch wieder an. Natürlich habe ich sie alle falsch rumgebaut, ne? So.
Nein, nicht daneben setzen. Das macht nichts. Habe ich mal wieder nicht richtig aufgepasst. Ein bisschen dämlich. So. Ziehen wir eben die darüber und dann machen wir jetzt jede Reihe einzeln und dann müssen wir gucken. Die 24. Kann ich das überhaupt nicht? 24 mal 30. 20 mal 30 sind 600, 4 sind 120. Ah, was ist das? 120. So, du läufst hier schön durch. Wunderbar. Ab und zu kommt da mal was. Passt. Jetzt hätten wir dich gern. Du läufst da sauber hoch. Du läufst da sauber. Du stehst falsch. Auch nicht gedacht, dass man so viel falsch machen kann bei so einem einfachen, so einer einfachen Aufgabe. Aber es geht. So. Dorthin. Und hier vorne. Und der nächste. Dann haben wir nachher die ganzen im Idealfall schon mal eine ganze Menge Stangen und Rohre. Warum kommt hier hinten nichts an? Wo habe ich? Eigentlich hätte das vorher schon da sein müssen, oder? Na, sag mal. Ach, deswegen, weil ich einfach nur doof. Ignorieren wir das einfach, ja? So. Er nimmt sich die jetzt alle da weg, die da ankommen, weil hier noch keiner ist. So. Dann macht man hier voll die ganzen Apparellos. Dann machen wir einmal 24. Mal 30. Das sind 720. Also bleiben also nur noch 60 über. 60 über. 60 über wären genau 2. Das wäre natürlich Optimum für da vorne, für die beiden. Wie machen wir es jetzt am besten? Machen wir es jetzt mal ganz wild. Wir machen jetzt mal einen ganz wild. Und zwar, das funktioniert, ist eine andere Frage, aber können ja mal versuchen, kreativ zu sein. So, das ist genau da drauf. Das heißt, wenn ich den da hinsetze, hätte ich die beiden. Dann gehe ich hier hin, drehe den um und hätte die beiden. Das ist Quatsch. Mach ich doch gar nicht hier. Erstmal Autosave. Okay. Also die Idee ist, zwei so zu verbinden und dann quasi wie eine Welle. Hin und her und hin und her. Dann könnte ich überlegen, das irgendwie zuzufüttern. Ist Quatsch. Den wollen wir nicht zwischen den beiden, weil da ist ja schon einer, sondern hier hin.
So, dann drehen wir den wieder um und sagen, nicht zwischen den beiden, sondern hier. Dann hier hin. Wieder umdrehen. Und hier hin. Umdrehen. Da. In der Hoffnung, dass ich dann auch... Ah doch, das sieht gut aus. So, und jetzt komme ich hier vorne an. Kann ich den... der muss umgedreht werden. Dahin. Wir sind hier angekommen. Da muss umgedreht werden. So, und jetzt bleiben die drei hier über. Vier eigentlich. Wenn ich den hier hinten nehme... Lass den von da kommen. Dann kann ich da hingehen, sagen, einmal den. So, dann geht das von hier, da hoch und da, da hoch. Den lassen wir, wollen wir uns das einfach... Da müsste ich den nochmal umdrehen, weil eigentlich wäre es doch besser, wenn ich mir hier ein 60er Band hole und da einpacke. Ja. Also nochmal weg. Und den hier umdrehen. Dass da der Eingang ist. Ja. So. So. Dann habe ich gesagt, holen wir uns... Kann ich das direkt hier vorne wegholen? Splitter. Da wäre Kurve, da macht er nicht so gerne. Machen wir hier. Wahrscheinlich passt das nicht hundertprozentig. Ich ähme gerade wieder ein bisschen. Tut mir leid. So. Hätten wir die, die gehen schon mal da rein. Das haben wir da voll. Hier können wir auch noch mal Späßkes machen. Kommen dann über, die Späßkes kommen dann über ein anderes Band. Passt schon. Das heißt, wie habe ich mir das jetzt vorgestellt? Also, dahin, dahin. Du gehst dahin. Das ist mega bescheuert, was ich da jetzt bastel, aber mein Gott, irgendwas ist ja immer. Ihr kennt mich mittlerweile gut genug. Ihr wisst, bescheuert passt. Wahrscheinlich wird mir genau diese Bauweise irgendwann platztechnisch zum Verhängnis oder so. Das kennen wir ja. Aber umso interessanter wird es, dabei kreativ zu werden, wie wir das denn wieder lösen. Ohne zu viel Spaghetti zu machen. Scheiße, ich muss jetzt tatsächlich nochmal... Ich habe sogar gehofft, dass ich ohne auskomme. So. Die Reihe hier... Nochmal spannend, wie wir so machen. Aber auch das kriegen wir hin. So, nach unten geht's hier nicht mehr. Also hoch. Über. Ne, darüber. Eieieiei. Dann holen wir uns jetzt mal ein wenig Materialien. Wow. Es wird ein wenig ruckelig.
Sieht aber auch schön aus mit dem Mond da oben. Der so hier reinscheint, oder? Hier rüberkommen. Ja. Vielleicht habe ich ein schönes Thumbnail. Gucken wir mal. Da lang, jetzt um die Kurve rum. Um die nächste Kurve, um die nächste. Und schon sind wir hier. Und aus dem Lager holen wir uns den anderen Spaß. Boink, 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 boink. Jetzt, wenn ich mit dem ganzen Quatsch hier fertig bin, ist wahrscheinlich da oben schon alles voll und man muss mich um gar nichts mehr kümmern. Das ist eigentlich vollkommener Quatsch. Aber guck mal, die ersten 1000 haben wir schon von irgendwas drin. Von 4000. Hm. So. Juhu. So, du kannst weg, dich brauche ich nicht. Brauche ich hier sonst irgendwas gerade noch nicht? Pass auf, das brauche ich sowieso gerade nicht mehr, weil ich habe da hinten alles aufgebaut, was ich an, wie heißt das, Dingern nehmen muss, bauen muss. Ein Glas, genau. Gut, das nehmen wir jetzt mit. Das soll erstmal reichen. So, dann hier, oink, rüber, rüber. Was ist das hier eigentlich? Quarzoszillatoren. Die scheinen auch zu funktionieren. Hier ist eine ganze Menge Zeug, das funktioniert. Bumm. Schön hell da der Eingang. Okay, dann hätten wir gleich wenigstens die Teile schon. Das sah gerade da oben aus, als würde eine Schnecke direkt auf meiner Schiene liegen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Mal mitten durch den Boden. Da wieder rauf. Irgendwo hängt doch meine Hose so quer durch die Gegend. So, und da sind wir. Dann geht's hier hoch. Ich hau mir regelmäßig den Kopf an. Auch im Spiel. So, hier wollte ich hin. So, das ist das. Das scheint ja hier ganz gut zu laufen. Das, dann wollten wir da hinten den hinsetzen. Er macht nichts. Das ist sowieso hier so bescheuert. Da ist das egal, ob das nachher auf der richtigen Seite rauskommt oder nicht oder reingeht. Ja, wäre also die andere Seite wäre besser gewesen für den Eingang, aber was soll's. So. Jetzt hätten wir gerne. Moment. Den Kollegen hier mittig einen hoch, dann hier rüber, dort hin und es klippt wie Hölle. Nee, machen wir nicht so. Machen wir lieber. So geht das. Nein, das geht nicht. Weg damit. Du kommst.
bin mir ziemlich sicher, dass du das irgendwann hinkriegst. Ab da. Anders. Den Ständer. Das wäre Mitte. Zwei vorwärts. Ein hoch. Und hier hin runter. Und dann geht das da lang. So, hier wird er jetzt gleich irgendwo sagen, nö, hab keinen Bock mehr. Genau. Dann ziehen wir dich einmal hier dran vorbei und sagen, Kollege, da dran. So, das ist die nächste 780er Leitung. Heißt, das geht da rein. Wie viel haben wir da jetzt dran? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 und 480. Okay. So. Wenn ich jetzt hingehe, die Kollegen hier nehme, wenn ich die genauso mache, das sind 5, ne? Immerhin noch, das haben wir noch. 1, 2, 3, ne, sind 4. 1, 2, 3, 4, 5, sind 5, okay. Das ist doof. Weil dann sind wir bei 780 durch 30 sind 26. 16 haben wir plus die 5. Dann müsste ich das da nochmal mit 5 machen. Oder ich nehme mir direkt da 10. Das heißt, wir nehmen uns hier direkt 10. So. Um das Ganze jetzt richtig ad absurdum zu führen, dass ich den auch da hinten rumgehen würde. Der nicht. So, dann 2. Hier. Nicht verspringen. Zack. 6. Acht. Zehn. So, dann bleiben die zwei plus die da drüben für die dritte Runde. Das wird auch nochmal spannend. So. Wie gesagt, mir ist ziemlich bewusst, dass das, was ich hier gerade bastel, sowas von bekloppt ist. Aber mein Gott, ein bisschen Spaß muss sein. Sonst kommt keiner zur Beerdigung. Und da. Da könnte ich theoretisch auch nochmal so einen hinmachen, aber der hängt dann nicht mit an dieser Leitung. Heißt, ich habe von hier nach dort, So, so. Und jetzt kommt der interessante Part, nämlich hier rum, das machen wir hier hinten. Nein, da nicht rein. So, du machst den Rest da hinten hin. Die gehen jetzt eh alle langsam voll. Passt schon. Okay. Boah, sieht das bescheuert aus.
Dann geht das hier durch. Links, rechts, links, rechts. Hast du nicht gesehen? Bis du dann hinten ankommst. Dann haben wir die 26 auch voll. Jetzt müssten wir, in meiner Rechnung, ich habe ja gesagt, 1560, 220 waren es, ne? Das heißt, wir haben da die 2 plus. Ist das? Eigentlich nicht, ne? Irgendwas passt nicht. Ah, weil ich ja eine untertakten muss. Gott verdammt, natürlich passt das dann. Dann, welche untertakten wir denn? Oh, und da ist auch noch eine über. Ich habe meinen Untertakter gefunden. Du. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die zwei sind 8. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ja. Wobei, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich die anderen da oben auch schon mal mit reinnehme, die 10, die ja irgendwo hier liegen. Okay, wir gehen erstmal hin. Also. Wir machen den hier hin. Aber oben drauf. Du kommst von da rein. Ähnliches gilt hier. Du kommst aber von dieser Seite. Genau. Du weg. Du weg. Ja. Oh, ich habe mich nie aufgepasst. Aber das ist, ja, Gott sei Dank nicht so schlimm. Okay. Nein. Du kommst. Dort, na, dort. Dort, na, dort. Und dann kommt hier zwischen, das müsste an der Stelle sein, ein Splitter. Genau. So hin. Der wiederum geht. Nein. Du bist da und du bist da. Also vor den Zweien, der eine da. Zack. Und dort hoch. Du kommst mega beknackt dahin. Aber wie machen wir dich? Das hätte ich. Ne, das ziehen wir nochmal anders. Wir fangen nämlich da an. Und da rein. So, passt schon. So, dann haben wir die angeschlossen. Jetzt fehlen noch die zwei. Die zwei hier kommen so. Die zwei kommen so. Nein. Dann kommt von da aus das Band. Es muss da dran. Das heißt, da ziehen wir hier rüber. Lassen es hier abbiegen. Lassen es hier abbiegen. Aber dabei einen hoch und rein. So. Das wäre der Teil. Jetzt müssen wir uns die anderen Dinger von oben holen. Hier wird es jetzt spannend, will ich nicht sagen, aber ne, hier kommen erstmal Löcher in den Boden. 1, 2, 3, 4, 5 und da drüben auch nochmal. 1, 2, 3.
So geknackt habe ich es aber auch noch nicht gebaut. Aber macht nichts. Einmal ist immer das erste Mal. Jetzt hoffe ich nur, muss gleich nochmal gucken. Irgendwo auf der Ecke habe ich garantiert bei den Stangen hier schon mal irgendwo 33% reingepackt. Ich mir gedacht habe, das macht Sinn. Stangen bei den anderen Dingern hier. So, das heißt aber, den wollte ich unterversorgen. Du solltest bei 33,33% liegen. So. Dann passt das auch. Sehr gut. Dann habe ich nämlich meine. Stimmt doch, habe ich meine 220, ne? Das war der hier. Ach, da war da noch nichts, sagst du mir das nicht. Aber beim Drittel sind das nur 10. Passt. Okay, haben wir. Runter angucken. Wie hatte ich den hier gesetzt, dass das da rauskommt? Kriege ich das Band hier besser und schöner? Oder setze ich den... Easy peasy. Das ändern wir nochmal eben. Dann können wir das nämlich da oben drauf packen. Ich dahin. Ich dahin. Und du gehst einfach direkt oben rein. Ne, da unten weg. Oh, fertig. Viel besser, weil dann kann das wieder hier rüberlaufen. In diese Mitte. Cool, wie machen wir das? Setzen wir die nach unten oder setzen wir den hier auch? Setzen wir jetzt alle einen erhöht. Dahin. Dahin. Und dann fehlt noch der Kollege hier, ne? Da, richtig. Richtig. Oh, das gefällt mir. Jetzt kommt dieser kleine Plan auch so ein bisschen zusammen. Geht nämlich darum hier rein. Und dann kann ich das unten drunter. Oh, dann kann ich das unten drunter zurückleiten. Oh, muss mir nur noch Gedanken machen, wohin ich das dann leite. Aber das. Nee, komm. Das ist dann ein Problem für Future Sven. Aber wir haben die ersten. Stangen dann auch schon. Nein. Oh, probiert, genau. Und wir haben so geschmeckt. Oh, ein bisschen eisenhaltig, aber ansonsten ganz nett. So. Ja, vielleicht habe ich als Kind zu viel am Stahl gelegt. Ziemlich viel erklären. Mein Vater hat Stahlrohre verkauft für ein Kraftwerksbau. Oh. Was wird wohl? Wohl passen, ne? Habe ich ein bisschen zu viel dran geleckt. Und dementsprechend du kommst jetzt bitte einmal hier drüben rein. Du gehst dort rüber. Dann habe ich wahrscheinlich wohl als Kind da dran rumgeleckt. Das waren aber die, die sie wieder rausgenommen haben und durch neue ersetzt. Im einen oder anderen könnte da ein bisschen was drin gewesen sein, weil, nicht nur für Kraftwerke, sondern auch für, ne, so für Industrie, Chemiewerke und. Also könnte durchaus sein, dass ich da das ein oder andere dann mit weggeleckt habe. So. Jetzt ist nur noch die Frage, wo wollte ich meinen Eingang dafür haben? Moment.
Den hatte ich hier angedacht, oder? Hier geht das in das ganze System rein. Okay. Easy. Nee. Hier hin. Hier hin. Runter. So, mache ich das jetzt, dass ich ein Teil hier wegleite? Oder ich habe da, was habe ich gesagt? Ähm, 120 ziehe ich davon ab, ne? 120 plus die 220? Euch 340 habe ich dann weg. 780 minus 120 minus 440. Wenn ich also keine. Ist das doof. Pass auf. Ich mach das. Nein. Ich mache hier einen Splitter. Hin. Dann Splitter hin. Und dann sollte das so ungefähr passen. Ich brauche hier drei. Ich habe keine 300 irgendwas, ne? Das sind 480, das sind 270. Also 480 ist in die eine Richtung doof, in die andere Richtung auch. Shit. So, du läufst erstmal. Dann macht ihr da alles fertig. Und jetzt muss ich. Habe ich hier einen Rest von 400 irgendwas? Okay. Um den Rest, der dann weiter nach oben geht, kümmere ich mich beim nächsten Mal. Das hier sollte jetzt alles so langsam durchlaufen, kreuz und quer. Wir haben auf jeden Fall die ersten Sachen produziert und ich sehe gerade, die Zeit ist vollkommen rum. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.